Meteorregen ist genial. So, ja, mit Serien hatte ich eigentlich Pokémon da gehabt. Und Pokémon spiele ich auch gerne die Edition. Morgen? Ja. Nee, doch, morgen. kommt die neue Edition raus, X und Y. Und ja, die ist halt für den 3DS. 3DS habe ich momentan noch nicht. Und. Oh, Gegner. Und ja, die Editionen sind halt ein bisschen umfangreicher. Yuffie! Das ist Yuffie. Zauber, Heilung. Bitte sehr. Todesstoß. Angriff. Oh, die machen ordentlich. Ja. Also wie gesagt, ich spiele eigentlich Pokémon so gerne, weil es ist ein ruhiges Game. Man kann sich da ein bisschen ausruhen, ein bisschen austoben. Ja, man muss nicht extra unbedingt Ego-Shooter spielen, um irgendwie jetzt, sagen wir mal, sich abzuregen oder so. Das ist halt auch so ein kleines Spiel, wo man sagt, ja, ich glaube jetzt kommt mal jemand Neues. Okay. Mann, ich habe verloren, unmöglich. Na du Hirni, wie wär's? Wollen wir nochmal? Na klar. Diesmal verliere ich nicht. Mach ruhig ein Testament. Mach du ruhig dein Testament und sag an, wenn du bereit bist. Okay. Huch, wieso war die da hinten? Zauber. Wir machen kurz Heilung auf alle. So, müsste reichen. Ich werde diesmal mal ein bisschen härter vorgehen. Hey, mit solch Rüpeln wie euch schlage ich mich nicht noch einmal rum. Ich lasse genug für den Arzt übrig. Das nächste Mal wirst du uns nicht so viel Glück haben. Hatten wir vorher nicht mehr Geld? Ein 200 hat uns gestohlen. Blöde Kuh. Mann, das hättest du nicht tun sollen. Okay. Und ich weiß schon, wer das war. Yuffie. Yuffie wird uns auch noch in Begleitung erleben. Ah, was haben wir hier? Solche Lizards oder so? Das könnten Lizards sein. Steinbeck. Nein. Ja, klasse. Zauber. Steinblick. Wieder auf ihn. Miss. Angriff. Bio auf den nächsten. Den ganz hinten. Gut. So. Angriff. Steinblick auf. Wieder auf ihn. So, Angriff. So. Ah, wir haben nicht mehr viel Zeit. So. Angriff. 71. Ja, wir haben es gerade so geschafft. Puh. Das war knapp. Huiuiui. Na, wieso hat jetzt Redex? Nur weil er jetzt ein Stein gewesen war, doch. Echt gut. Oh, hier rüber wahrscheinlich. Ich weiß momentan nicht, wohin. Bestimmt die Berge hier durch. So. Es gibt mehrere Abzweigungen. Okay. Shahagin. Nein. Die sind, glaube ich,
physisch resistent. Das werden wir mal gleich testen. Ja. Abwehr erstmal schnell. Zauber. Blitz. Gut. Immer auf Red Axe, der macht zu viel Schutz. Sandgewehr. Das hat jetzt was gebracht. Zwei verschiedene. Was hat das gebracht? Nochmal Feuer. Schwören. Okay, sind alle weg. Was war das? Oh, Schokomuck ist fertig. Müsste jetzt natürlich anders aussehen. Apropos Materia, gucken mal. Schiefer hat ja schon Level 2 erreicht, aber es hat sich nicht verändert gehabt. Braucht man auch noch ein bisschen. Ifrit. Gift. Schokomuck haben wir erreicht. So. Macht jetzt mehr Maximal-MP plus 2, Zauber plus 1, Maximal-HP plus, also minus 2. So, Verwandlung. Wir haben noch 2 Materie offen. Geht's hier lang? Dann gucken wir da hinten. Wo müssen wir rechts lang? Ja. Das Ding ist kaputt. Oh man, eine Panne. Jetzt. Na klasse. Wo sind wir? Ach so. Ich bin wieder da. Ich bin's, Nanaki. Hey, Nanaki, hier bist du. Hier bist du sicher. Komm, sag. Bugenhagen, hallo. Nanaki? Na dann. Willkommen in Cosmo Canyon. Kennst du dieses Land? Nein. Lass mich erklären. Leute aus aller Welt kommen hierher und auf der Suche nach dem Studium des Planetenlebens. Amga. Wir sind zurzeit voll belegt, deshalb kann ich dich leider nicht reinlassen. Die haben mir mal geholfen, also als ich unterwegs war. Bitte lass sie rein. Oh, stimmt das? Ihr habt unserer Nanaki geholfen? Bitte kommt rein. So. Wer ist Nanaki? Nanaki ist Nanaki. Das ist sein Name. Na klasse. Achso, jetzt muss ich jemand Neues anwählen. Dann würde ich sagen, machen wir Kiefsif. Blub. Und ja. Red X alias, aka Nanaki, ist jetzt aus dem Team raus. Und jetzt können wir mal das Megafon. Gelbes? Weißes, hat aber wenig Angriff. Ist aber doppelt so schnell. Was hast du eigentlich für Materia drauf? Auch nicht viel. Gut, haben wir keine. Dann können wir es ausrüsten wenigstens. Gibt uns zwar ein bisschen was weniger im Angriff, aber wir haben Angriff plus, also Prozent. Wachstum ist doppelt jetzt. Und ja, wir machen hier erstmal Frosch und Zwerg. Weißer Umhang. So. Mehr haben wir ja nicht. Oh, Verwandlung ist bald Level Up. Sehr gut. Was haben wir hier? Nichts. Schauen uns mal ein bisschen um hier. So. Ja, Nanaki. Nanaki ist wieder da. Das alles verdanken wir dieser Flamme. Das Feuer heißt Kosmoflamme. Es brennt schon seit Generationen. Sie ist die heilige Flamme, die diesen Canyon beschützt.
Vor langer Zeit hörte ich, dass sie einmal ausging, aber das ist schon ewig her. Die Alten erzählten, dass etwas Grauenhaftes passierte, aber darüber weiß ich nicht viel. Wo ist der Feuerlöscher? Ja, das ist Cosmo Canyon, ein geweihter Ort. Dürstet es dich nach dem Studium des Lebens? Genau. Echt? Ich hörte, es gibt hier ein seltsames Observatorium. Ich würde es gerne sehen, wenn es geht. Na gut. Aber da hinten was? So. Ich würde gerne hier hoch. Ah. So. Dann kommen wir hoch. Dann können wir auch gleich mal reingucken. Ah, hier ist ein Laden. Oder wie es aussieht. Guten Tag. Suchst du was Bestimmtes? Mal sehen. Ausrüstung? Ah, nur sowas. Ne, gut. Danke. Mehr will ich gar nicht. Tschüssi. Gut, darüber kommen wir nicht. Ja, schneller können wir das nicht machen. Wenn so die Treppe runtergleitet. So. Können wir hier rein? Ah. Eine Bar. Alter Buga, findest du? Hast du Nanake hier zurückgebracht? Ja, danke. Willkommen, wie wär's mit unserem Original-Cocktail Cosmo Flame? Ab und zu ein Gläschen ist bekömmlich, aber man entspannt sich ein etwas? Ein wenig. Wenn man weiß, wann man aufhören muss. Okay. Ah, hier oben haben wir noch einen Laden. Willkommen in Schildra Inn. Kostet 100 Geld die Nacht. Nee, danke erstmal. Suchen uns mal wieder. Schildra Inn, aha. Schön roll. Sieht gut aus. In so einer Höhle. So. Okay, aber hier kann man nichts abgreifen. Hinten war nichts. Ah, hier hinten ist noch was. Aha. Das ist ein geheimer Tunnel. Aha. Was ist das hier für eine Schlafkoje? Aber hier gibt's nichts. Nö. So, na gut. Dann gehen wir mal hier raus. Und raus. Und nochmal raus. Ja, raus. So, hier haben wir dann nichts zu sehen. Gut, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Mal sehen, was wir hier oben haben. Vielleicht haben wir da noch einen Laden oder so. Ich weiß es nicht. So. Es ist einfach nur so ein Aussichtsturm. Kann man aber nichts machen. Ja gut. Achso, ich bin ja vorhin bei den Serien stehen geblieben. Und ja, also die drei Serien waren meine anfangs Lieblingsserien. Das hat sich aber auch stark geändert. So, hier haben wir Nanaki. Hier war ich. Das ist meine Heimatstadt. Meine Stammesbrüder waren die Beschützer derer, die diesen schönen Canyon und den Planeten zu schätzen wissen. Meine tapfere Mutter kämpfte und starb hier, aber mein feiger Vater verließ sie. Ich bin der Letzte meines Stammes. Feiger Vater? Ja, mein Vater war ein Taugenix. Und daher habe ich die Mission, diesen Ort zu beschützen, von meinen Vorfahren übernommen. Hier endet meine Reise. Hey, Nanaki. Du bist wieder da? Ich komme, Opa. Komm, wir machen Pause. Da gibt es noch einiges, was ich herausfinden will.